Nachrichtenlose Konten Schweiz, Bankkonto finden, leicht gemacht. Ich zeige Ihnen, wie Sie innerhalb von 6 Wochen geheime und nachrichtenlose Konten von Verstorbenen finden. Dieses Video richtet sich vor allem an potenzielle Erben, die ein geheimes Nummernkonto in der Schweiz finden wollen. Es richtet sich aber auch an Opfer von Betrügereien, die mit einer Kontonachforschung in der Schweiz das betrügerisch erlangte Geld suchen. Es richtet sich an Privatdetektive, die nachrichtenlose Konten in der Schweiz finden wollen. Wenn Sie als Erbe in der Schweiz ein Bankkonto finden möchten, schauen Sie sich das Video genau an. Es könnte Sie reich machen. Wissen Sie, die Wege des Herrn sind unergründlich. Bleiben Sie dran! Caputo & Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin Schweizer Rechtsanwalt mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der Beratung von internationaler Privatkundschaft. Ich habe als Compliance Officer und Chef der Rechtsabteilung innerhalb der alten UBS-Gruppe gearbeitet. Danach war ich der CEO des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute bin ich Inhaber der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und der Domain SwissBankingLawyers.com. Hier finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um Ihr Vermögen mit Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Caputo & Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Wie groß sind die Chancen, nachrichtenlose Vermögenswerte zu finden? Ich gebe Ihnen 2 Gründe, warum die Chancen, nachrichtenlose Konten in der Schweiz zu finden, größer sind als gemeinhin angenommen. Grund Nummer 1. 30% aller weltweit existierenden Offshore-Gelder sind bei Schweizer Banken parkiert. Sie sollten deshalb die Kontonachforschung in der Schweiz starten. Grund Nummer 2. Altes Geld bei Schweizer Banken resultierte vielfach aus Steuerhinterziehung. Der starke Schutz der Privatsphäre durch das Schweizer Bankgeheimnis hat in den alten Zeiten Gelder aus der ganzen Welt angelockt. Viele Kunden von Schweizer Banken tragen die Daten des geheimen Offshore-Kontos mit ins Grab, ohne diese wertvollen Kontodaten mit der eigenen Familie zu teilen. Der Kontoinhaber wollte seine Familie nicht mit Problemen mit Schwarzgeld belasten. Er wollte seine Familie nicht dem Risiko einer Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung aussetzen. Ich vermute, dass dies der Hauptgrund ist, warum 33 Millionen Schweizer Franken nach nachrichtenlosen Konten in der Schweiz dem Staat abgeliefert wurden. Welche Daten liegen beim Bankenombudsmann in der Schweiz? Mithilfe eines Gesuchs zwecks Kontonachforschung oder Kontoausforschung beim Bankenombudsmann in der Schweiz kann man nachrichtenlose Konten finden. Dieses Gesuch funktioniert nur, wenn Sie mindestens 10 Jahren keine Kommunikation zwischen Bank und Kunde stattgefunden hat. Sie müssen nachweisen, dass Sie Erbe des vermeintlichen Kontoinhabers sind. Nach dem Ablauf von 10 Jahren müssen alle Banken in der Schweiz die Verwaltung für nachrichtenlose Konten dem Ombudsmann der Banken übertragen. Wenn Sie den Namen der Banken kennen, dann wenden wir uns direkt an die Bank. Wir bieten die Kontoausforschung für ein moderates Honorar an. Für eine schriftliche Antwort der Bank müssen Sie 3 bis 6 Wochen warten. Leider gibt es Banken, die einfach nicht auf das erste Einschreiben antworten. Nach dem zweiten oder dritten Einschreiben kommt die Antwort immer. Wenn das Konto mindestens seit 60 Jahren ohne Kundenkontakt ist, dann wird das Konto auf einer Liste publiziert. Das ist keine Schweizer Bankenliste, sondern eine Liste, die der Bankenombudsmann der Schweiz publiziert hat. Wie Sie vermuten, dass Chancen bestehen, dass ein Familienmitglied ein Konto in der Schweiz eröffnen konnte, dann sind wir gerne bereit, für Sie beim Bankenombudsmann der Schweiz eine Kontosuche zu starten. Wir wickeln in der Regel ca. 4 Kontonachforschungsgesuche pro Monat ab. Wir haben viele Erben, die innerhalb der Familie gehört haben, dass der Großvater ein Bankkonto in der Schweiz hatte. Sie wollen einmal für immer abklären, ob es ein Konto in der Schweiz gibt oder gab
oder ob die spannend erzählte Geschichte des Großvaters frei erfunden ist. Wir haben schon alles erlebt. Wir haben Millionen gefunden. Es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um die Familiengeschichte. In vielen Fällen hatte es einmal ein Konto, welches aber leergeräumt und geschlossen wurde. Wer interessiert sich für nachrichtenlose Konten in der Schweiz? Ich kann drei Gruppen von Personen unterscheiden, die sich für nachrichtenlose Vermögenswerte interessieren. Die erste Gruppe besteht aus den gesetzlichen Erben oder Nachfolgern eines geheimen Bankkontos und den Begünstigten eines Offshore-Trusts oder einer Familienstiftung in Liechtenstein oder einer Familienstiftung in Panama. Die zweite Gruppe besteht aus habgierigen Frauen, die sich mit einer gnadenlosen Kampfscheidung bereichern wollen. Sie wollen das versteckte Nummernkonto in der Schweiz finden, welches der Ehemann versteckt hat. Die dritte Gruppe sind Opfer von Vermögensdelikten. Für die Erben eines Kontoinhabers ist es unerlässlich, einen spezialisierten Offshore-Anwalt in der Schweiz zu beauftragen, der die klassischen Offshore-Strukturen aus den alten Zeiten kennt. Ich kenne fast alle Tricks der Betrüger. Ich kann Ihnen in wenigen Sekunden sagen, ob ein Bankdokument gefälscht ist oder nicht. Bitte beachten Sie, dass Sie erfahrene Offshore-Anwälte nicht gleich um die Ecke finden. Wir haben ein internationales Netzwerk von Anwälten in allen wichtigen Offshore-Jurisdiktionen. Ein erfahrener Schweizer Anwalt mit internationalem Netzwerk zu Banken, Treuhändern und internationalen Ermittlern kann Wunder bewirken. Opfer von Betrügereien sollten einen mehrsprachigen Ermittler mit mehrjähriger Berufserfahrung mit Offshore-Konten in Kombination mit einem Anwalt für Offshore-Vermögensrückführung beauftragen. Wir haben exzellente Verbindungen zu ehemaligen Agenten des Geheimdienstes. Für sensible, grenzüberschreitende Aktivitäten engagieren wir ehemalige Agenten, Privatdetektive und Forensikexperten. Für Spezialfälle kennen wir zum Beispiel Computerhacker in der Ukraine, ehemalige Mossad-Agenten in Israel oder ehemalige FSB-Geheimdienstler der Russischen Föderation, die heute von Wien heraus international operieren. Wenn bestimmte Tätigkeiten in einem Land illegal sind, lagern wir diese Tätigkeiten aus, und zwar in Ländern, in denen sie legal sind. Sie sind bereit, unkonventionelle Hardcore-Methoden für eine resultatorientierte Ermittlung anzuwenden, die hier in Europa fragwürdig sind. Sie nehmen Mülltonnen und Abfallkörbe auseinander. Sie überwachen Mobiltelefone und hacken E-Mails. Zu meinem eigenen Schutz bin ich mehr an ihren Ergebnissen und weniger an ihren Methoden interessiert. Sie brauchen professionelle Hilfe, um das Bankkonto zu finden, wo sich das gestohlene Geld befindet. Ohne Experten mit mehrjähriger Erfahrung haben Sie keine Chance, an Informationen über geheime Bankkonten von Offshore-Jurisdiktionen heranzukommen. Wie streng ist das Schweizer Bankgeheimnis heute? Es ist immer noch streng. In der Schweiz ist die Offenlegung sensibler Bankkontoinformationen ein Straftatbestand. Schweizer Bankangestellte riskieren drakonische Strafen, wenn sie Bankinformationen offenlegen. Banker in Südamerika lassen sich mit $1000 bestechen. Für Bankangestellte in der Schweiz müssen sie das Hundertfache anbieten, sofern es ihnen gelingt, überhaupt einen zu finden. Wir machen in der Schweiz nichts Illegales. Seit dem Whistleblower-Fall mit Hervé Falciani haben die Schweizer Gerichte mehrjährige Strafen für Schweizer Banker ausgesprochen, die sensible Kontoinformationen weitergegeben haben. Die Weitergabe von Bankkontoinformationen ins Ausland wird mit mehrjährigen Haftstrafen separat geahndet. Mit den hohen Strafen sind kein Scherz oder ein Marketing-Gag. Hervé Falciani kassierte 5 Jahre Gefängnis infolge Verletzung des Bankgeheimnisses. Wieso brauchen Sie einen Schweizer Anwalt? Schweizer Banken antworten nicht immer auf Briefe von nicht-schweizerischen Anwälten. Wenn Sie nicht der Erbe sind, ist es nahezu unmöglich, auf legalem Wege nachrichtenlose Vermögen zu finden. Es ist wichtig, dass Sie alle verfügbaren Informationen über den Kontoinhaber sammeln. Wenn Sie als Betrugsopfer oder und Geschädigter Bankkonten finden wollen, müssen Sie einen Privatdetektiv beauftragen. Wir kennen erfolgreiche Ermittler von Offshore-Konten. Oft verwenden Privatdetektive umstrittene Methoden,
um an Beweismaterial zu kommen. Wenn Sie den Namen der Schweizer Bank und die Kontonummer haben und herausfinden möchten, ob das Konto existiert, können Sie eine Zahlung von 100 Franken tätigen und prüfen, ob das Geld zurückkommt oder eben nicht zurückkommt. Wenn das Geld nicht zurückkommt, haben Sie einen Treffer gelandet. Das bedeutet, dass 100 Franken auf dem Schweizer Bankkonto gutgeschrieben wurden. Viele Ausländer irren sich beim Schweizer Kontoerben. Sie gehen davon aus, dass Schweizer Banken als Nachlassverwalter tätig werden. Was ist der größte Albtraum eines Schweizer Bankers? Die Schweizer Banken haben kein Interesse daran, dass das geerbte Geld die Bank verlässt und die Erben mit dem geerbten Geld davonlaufen. Das Ziel einer Schweizer Bank ist immer, Neugelder zu sammeln. Das ist sehr wichtig zu verstehen, um die Denkweise der Schweizer Banken zu verstehen. Der größte Albtraum für einen Schweizer Banker ist der Umstand, dass das Geld die Bank verlässt. Das Vergütungssystem der Schweizer Privatbankiers basiert auf Bonuszahlungen. Die Berechnung des Bonuses richtet sich nach dem Volumen der verwalteten Vermögen und der Höhe der für die Bank erwirtschafteten Gebühren. Viele Schweizer Banken haben sich heute amerikanisiert. Wie weit reicht die Auskunftspflicht der Bank gegenüber Erben? Rechtsnachfolger des Kontoinhabers sind berechtigt, die vollständigen Kontoinformationen einzusehen. So lautet die Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Viele Banken weigern sich, Informationen preiszugeben, vor allem gegenüber ausländischen Anwälten. Besser, sie mandatieren gleich einen Schweizer Anwalt. Jeder Erbe hat das Recht, die vollständigen Informationen zum Konto zu erhalten. Er hat die gleichen Auskunftsrechte, wie der Kontoinhaber sie hatte. Alle Erben müssen mit der Aufteilung der Vermögenswerte einverstanden sein. Weigert sich nur ein Erbe, die Verteilungsvereinbarung zu unterschreiben, verbleiben die Gelder bei der Bank, bis sich alle Erben einig sind und die Teilungsvereinbarung unterschreiben. Wenn es keine Einigung unter den Erben gibt, dann gibt es auch kein Geld. Um ans Geld zu kommen, müssen die Erben von der Bank identifiziert werden. Wenn nur ein Erbe nicht kooperativ ist, bleibt das Konto eingefroren. Es bleibt gesperrt. Die Bank wird nicht das Risiko eingehen, das Geld zweimal zu verteilen. Die Bank ist geduldig, bis sich die Erben einig sind. Was benötigen Sie, um das Nachlasskonto umschreiben zu können? Sie benötigen die Sterbeurkunde, den Erbschein, die Geburtsurkunde und die Pässe aller Erben. Der Erbschein ist zwingend erforderlich, um die Identität aller gesetzlichen Erben festzustellen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, bitte zeigen Sie es. Bitte liken, teilen und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und läuten Sie die Glocke. So verpassen Sie keine neuen Videos mehr. Tun Sie es jetzt, es kostet Sie nichts. Wann muss die Bank das Erbe auszahlen? Oft gibt es Fehler, die Erben von Schweizer Bankkonten immer wieder machen. Der erste Fehler ist, der Bank zu sagen, dass sie das Geld dringend brauchen, zum Beispiel für einen Hauskauf. Sagen Sie das nicht, sonst werden die Banken plötzlich weniger kooperativ. Lassen Sie mich einen zusätzlichen Tipp geben. Es ist viel besser, wenn Sie bei der Bank den Eindruck erwecken, dass Sie das Geld nicht brauchen und es zwecks Vermögensverwaltung bei der Bank verbleibt. Die Bank wird sehr kooperativ mit Ihnen sein. Ein einzelner Erbe, nicht die Gesamtheit der Erben. Der einzelne Erbe hat das Recht, Zugang zu allen Bankkontoinformationen zu erhalten, einschließlich der Geschichte der Transaktionen. Eine schnelle Einsicht in die Transaktionshistorie kann helfen, weitere Vermögenswerte zu entdecken. Manchmal weigern sich die Banken, Informationen zu geben. Dies ist rechtswidrig. Jeder Erbe hat ein Recht darauf, alle Informationen zu erhalten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Offshore-Erbschaftsgeldern rate ich Ihnen dringend, etwas Zeit zu investieren und die Geschichte der Transaktionen genau anzuschauen. Wir haben immer wieder interessante Spuren entdeckt, die uns zu bis anhin unbekannten Vermögenswerten geführt haben. Das können weitere Konten, weitere Offshore-Companies oder sogar Immobilien sein. Wir helfen gerne beim Analysieren von alten Bankunterlagen. Insbesondere alte Transaktionsunterlagen sind immer interessant.
Insider-Informationen wie diese finden Sie nicht an Universitäten, nicht in Bibliotheken, nicht in Buchhandlungen und auch nicht im Internet. Wenn Sie Informationen wie diese mögen, abonnieren Sie jetzt meinen YouTube-Kanal und läuten Sie die Glocke. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und läuten Sie die Glocke jetzt. Auf diese Weise verpassen Sie kein neues Video mehr von mir. Wenn Sie eine generelle Frage in Zusammenhang mit einem geheimen Bankkonto haben, nutzen Sie den Kommentarbereich unter dem Video. Wenn Sie eine sehr spezielle und vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail und buchen Sie eine kostenlose Falleinschätzung. Das E-Mail ist unten eingeblendet. Allerdings ist die kostenlose Beratung auf 15 Minuten begrenzt. Nehmen Sie jetzt Ihr Handy und wählen Sie 00414421244404. Es ist nie zu früh, ein Problem zu lösen, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.